Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen leckeren Beerenschmandkuchen. Es ist ein ganz wunderbarer Kuchen, ganz einfach hergestellt aus einem knusprigen Mürbeteig und einer super cremigen Pudding-Schmandfüllung und obenauf natürlich dem Belag aus frischen Beeren oder auch Tiefkühlbeeren. Natürlich obenauf noch der leckere Guss. Vorerst wird dies das letzte Rezept sein vor den Ferien. Wir fahren nämlich auf eine große Tour. Und wer mit uns reisen will, der darf gerne uns auf Facebook oder Instagram abonnieren. Da nehmen wir euch ein bisschen mit. Und dann geht es erst im September mit einem neuen Rezept weiter. Aber ich werde jeden Sonntag für euch eine Empfehlung aus dem Archiv haben. Und so bleibt ihr dann auch über die Sommerferien gut versorgt. Wir starten gleich mit dem leckeren, knusprigen Mürbeteigboden. Wir benötigen 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker, 125 Gramm weiche Butter, also ein halbes Paket, eine Prise Salz, ungefähr 2 Teelöffel Vanillepaste, einen und zwei. Ihr könnt stattdessen natürlich auch Vanillezucker verwenden. Einen halben Teelöffel Backpulver und ein Ei. Und das verkneten wir uns alles mit den Knethaken des Rührgeräts. Einfach kurz, bis eine krümelige Masse entstanden ist, beziehungsweise bis sich ein Teig formt. Wunderbar, das reicht auch schon. Ich mache das jetzt meistens so, dass ich mit den Händen noch kurz nachknete. Und dann können wir den Teig auch schon in die Form legen und die Form dann etwas kalt stellen. Ganz wichtig. Einfach gerade natürlich mit sauberen Händen. Davon geht man immer aus, wenn jemand in der Küche arbeitet. Den Teig nochmal zusammenkneten. Aber nur kurz, denn je kürzer man einen Mürbeteig zubereitet, desto mürber bleibt er. Wenn ihr den zu lang knetet, dann wird er nicht so schön knusprig und mürbe, wie er sein könnte. Einfach, bis sich alles schön verbunden hat. So. Und da sieht man wunderbar. Der hält gut zusammen. Und jetzt können wir den gleich in unsere Form drücken und uns einen Rand dabei hochziehen. Da ist meine Form. Und da lege ich jetzt meinen Teig einfach schön rein und drücke ihn mit den Fingern zu den Seiten hin aus. Und ziehe dabei einen Rand hoch. Ihr könnt natürlich den Teig auch ausrollen, auch kein Thema. Da müsst ihr etwas Mehl verwenden und ihn dann in die Form legen. Aber das macht auch keinen großen Unterschied. Ich habe die Form jetzt nicht gefettet. Das liegt einfach daran, dass meine Form gut beschichtet ist. Das ist übrigens eine Form, wo man auch den Boden dann nachher als Servierplatte verwenden kann. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr die Form gerne vorher fetten und ausmehlen. Und dann, wie gesagt, einen kleinen Rand hochziehen. Und hier an der Stelle sehe ich oft bei Kuchen, die ich so irgendwo anders probiere, dass hier so eine ganz dicke Übergangsstelle ist. Hier sollte man mit dem Finger einfach so ein bisschen drücken, dass da nicht so eine dicke Stelle entsteht. Das schmeckt dann immer nicht so richtig lecker. Da ist dann viel zu viel Teig. Und dabei auch den Teig dann so nach oben drücken. So hat man dann schon den Rand fast fertig. Und jetzt geht man einfach noch hier entlang und drückt ihn flach. So ist er für mich richtig. Ich steche ihn jetzt noch mit einer Gabel ein und stelle ihn dann in den Tiefkühler eine halbe Stunde, damit er einfach beim Backen nicht schrumpft und schön knusprig bleibt oder wird. So, perfekt. Und ab in den Tiefkühler oder Kühlschrank. Ich stecke ihn einfach immer in den Tiefkühler. Dann koche ich mir einen Pudding und gebe mir dafür 2 Päckchen Puddingpulver Vanille zum Kochen in einen Topf. Selbstverständlich könnt ihr da auch einfach Stärke nehmen, 80 Gramm Stärke ungefähr. Und das Pulver oder die Stärke rühren wir uns jetzt einfach mit Milch an, mit ungefähr 100 Milliliter Milch. Und die restlichen 400 Milliliter, die schütten wir dann, wenn es angerührt ist, dazu und kochen uns den Pudding einmal auf. Schauen, dass wirklich alles gut verrührt ist. Die restliche Milch dazugeben. Zur Intensivierung des Geschmacks gebe ich jetzt noch wieder meine geliebte Vanillepaste hinzu. Das ist optional. 1 Teelöffel.
noch gerade mit einrühren. Und wir kochen uns das Ganze zusammen auf. Gut rühren, damit da nichts klumpt. Denn wir haben jetzt hier doppelt so viel Vanillepuddingpulver wie sonst in 500 ml Milch. Damit einfach unser Kuchen auch schön standfest wird. Ab damit auf den Herd. Sobald der Pudding aufzukochen beginnt, wirklich schnell rühren und die Hitze etwas runterstellen, dass euch das nicht anbrennt. Und dann so ungefähr eine Minute kochen lassen. Der Pudding wird sehr dick. Das brauchen wir, damit unsere Füllung dann auch hält. Schnell rühren. Und sobald die Stärke abgebunden hat, können wir den Pudding dann auch vom Feuer nehmen, dass uns da nichts anbrennt. Wunderbar. Und runternehmen. So dick sollte der Pudding sein, also wundert euch bitte nicht. Das ist schon richtig so. Jetzt kann er so ein bisschen abkühlen, allerdings nicht zu lang. Und beim Abkühlen einfach so ein bisschen ab und zu mal durchrühren. Und während unser Pudding so ein bisschen abkühlt, können wir uns schon mal den Schmand mit dem Zucker und der Zitrone glatt rühren. Gerade beiseite. Und da gebe ich jetzt 600 Gramm Schmand in eine Schüssel. Ups. Dazu kommt 150 Gramm Puderzucker und die Schale einer halben Zitrone. Und das ist jetzt eine sehr große Zitrone und den Rest reibe ich mir auf ein Tellerchen ab und lasse ich mir trocknen. Dann habe ich für den nächsten Kuchen gleich die Zitronenschale schon fertig. Dann gebe ich mir noch den Saft der halben Zitrone hinzu oder einfach so nach Belieben. Kann auch nur so ein kleiner Löffel sein, wie viel ihr da gerne an Zitronengeschmack drin habt. Und ich verrühre alles miteinander. Das reicht auch schon. Jetzt kommt unser Pudding dazu. Und der muss jetzt nicht großartig abgekühlt sein. Es wird ja sowieso alles gebacken. Einfach gerade so ein bisschen was dazugeben. Und verrühren. Und ihr seht, das wird eine fantastische, leckere Creme. Und jetzt den Rest noch dazugeben. Das kann auch in 3 Portionen untergerührt werden. Wunderschön. Ich kratze jetzt hier noch meinen Topf aus, damit ich nichts verschwende. Und gebe noch den Rest hinzu. Und fertig ist unsere fantastische Füllung für unseren leckeren Beerenkuchen. Die können wir jetzt schon auf unseren gekühlten Boden geben. Sehr lecker. Natürlich noch schön glatt streichen. Perfekt. Und ich gebe jetzt meine tiefgekühlten Beeren hier drauf. Ich habe jetzt hier eine Mischung aus Himbeeren und Blaubeeren, aber ihr könnt auch nur Himbeeren verwenden. Und dann nimmt man so 300 bis 500 Gramm, was ihr möchtet und wie ihr das gerne habt. Wunderschön sieht's aus und so kann der Kuchen nun in die Mitte des vorgeheizten Backofens geschoben werden und bei 180 Grad Ober-Unterhitze 50 bis 60 Minuten backen oder auch bei 150 Grad Umluft. So, nach 50 bis 60 Minuten müsst ihr so ein bisschen gucken, ist der Kuchen fertig gebacken. Das sieht man daran, wenn hier außen der Rand schön dunkel geworden ist. Die Mitte ist noch etwas feucht, das ist richtig so. Das ist ja immer so bei so Cremekuchen, auch bei Käsekuchen ist es so. Den Tortenguss bereite ich mir aus 250 ml Wasser oder einer Mischung aus Himbeersaft und Wasser zu. Und roter Tortenguss muss natürlich dazu. Und etwas Zucker nach Belieben. Ich habe da einfach Puderzucker genommen, so etwa 2 Teelöffel. Den Guss einfach kurz einmal aufkochen lassen. Und dann kann man ihn auch schon vom Feuer nehmen. Und den Guss haben wir uns ja schon gekocht, der kann jetzt hier drüber gegeben werden. Schauen, dass man alle Früchte gut erwischt.
Jetzt muss natürlich der gesamte Kuchen in der Form noch schön auskühlen. Ich lasse ihn immer gerne über Nacht auskühlen und am nächsten Tag kann man ihn dann ganz wunderbar anschneiden. Ich hatte die Torte bei mir über Nacht im Kühlschrank. Sie ist jetzt schön richtig gesetzt und fest geworden und schön gekühlt. Und jetzt kann man sie so servieren, einfach aus der Form schneiden und als Kuchen servieren, also als Beerenschwandkuchen. Aber man kann sie natürlich auch als Torte servieren. Dann macht man einfach noch ein paar Sahnehäubchen oben auf, Himbeeren oder Blaubeeren oder was halt drin ist, noch oben als Krönung und man hat eine wunderschöne festliche Torte. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich schneide sie jetzt raus und zeige sie euch einmal, wie sie so aussieht als Kuchen. Und ich werde sie dann aber noch mit Sahne und Himbeeren dekorieren. Und wie immer schneiden wir uns mit einem scharfen Messer vorsichtig hier außen rum. So. Da ist unser wunderschöner Beerenschmandkuchen. Und wie gesagt, ihr könnt ihn auch so servieren. Es sieht auch so sehr schön aus. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. Die Sahne sehr gut festschlagen, denn wir wollen sie ja spritzen. Ich schaue mal, ob ich hier einteilen kann, dass man es ein bisschen besser sieht. Ja, und dann geht's los mit unseren schönen Röschen. Und die letzte. Und ihr seht, das gibt einen wunderschönen Kontrast. Jetzt kommen hier außen noch die Mandelblättchen. So einfach so ein paar, damit der Rand etwas hübscher wird. Könnt ihr euch auch vorher rösten. Die Mandelblättchen machen immer einen wunderbaren Geschmack noch zu den Himbeeren dazu. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Da könnt ihr auch Mandelstifte verwenden oder Krokant. Also was euch da so am besten passt zu dem jeweiligen Obst, was ihr verwendet. Einmal ringsrum, so viel ihr wollt natürlich. Und was fehlt natürlich noch? Unsere Himbeeren, logischerweise. Und die letzte. Und so ist nun meine Himbeer-Schmandtorte fertig und wir können sie probieren. Geht durch wie Butter. Und da ist unser Himbeer-Blaubeer-Schmandtörtchen. Wahnsinn, mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. Schnell probieren. Ich habe richtig Appetit. Juhu, ich habe mir einen Kaffee gekocht und freue mich jetzt so auf den Kuchen, auf die Torte, wie man es auch nennt. Egal, Hauptsache super, super lecker. Ich probiere für euch. Schaut euch das an, so cremig. Spitzenmäßig. Schön süß-säuerlich. Ich liebe das ja. Und die Creme ist einfach der Hammer. Also ein traumhaft leckerer Boden. Knusprig. Die Creme ist der absolute Traum. Mit dem Pudding und dem Schmand. Super lecker. Und auch mit den Beerenfrüchten obendrauf. Ich kann mir diese Torte auch sehr gut mit Aprikosen vorstellen. Oder mit Pfirsichen, das wäre sicherlich auch fantastisch lecker. Oder auch einfach nur so, wirklich ohne den Belag. Denn die Puddingcreme ist für sich schon genommen einfach fantastisch lecker. Müsst ihr ausprobieren. Das war die wunderschöne Himbeer-Schmandtorte und ich hoffe, euch hat das Rezept genauso gut gefallen wie uns hier. Dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Da freue ich mich immer sehr darüber. Gerne mir auch Fotos schicken auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu, habe ich ja schon gesagt, findet ihr in der Infobox hier direkt unter dem Videotitel. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept. Und vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann erst im September wieder. Oder auf Facebook oder Instagram, wo ich euch mitnehme in unseren Urlaub. Ich werde euch natürlich auch ein paar Rezepte aus dem Archiv vorschlagen, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Schöne Ferien und wir sehen uns. Viel Spaß beim Backen. Tschüss!